So, also ich war jetzt gerade noch mal in der Höhle und es gibt nichts mehr. Also wir können nichts mehr einsammeln. Also ja, ich habe einfach mal lachten so, dass es, ich nicht sagen Bug ist, aber ich weiß nicht, kann auch sein, dass das immer, warte mal, sind abgeschlossen. Haben wir nur so 78% abgeschlossen. Haben wir hier ein Dokument noch? Ja, auch noch. Was haben wir hier? Berggipfel. Ach so. Ich hoffe, wir kommen da jetzt noch irgendwann wieder zurück. 4%. Ach so, das ist dann immer pro Region. Ach, eins von zwei. Okay, also wir haben schon den Kryptoschatz, haben wir schon. Wandgemälde, 1 von 12 Überlebensverstecke, 2 von 21, Münzverstecke 0 von 9. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gott, okay. Also haben wir es dann doch schon jetzt abgeschlossen gehabt. Okay. Haben wir denn jetzt hier? Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Er ist ein Psychopath, wenn das die Leute sind, die Trinity anheuert. Erster Mord, Herz der Finsternis. Okay. Also er hat gekotzt. In Ordnung bringen, bevor er ankommt. Und das war rot, aber es ist eigentlich schlecht, wenn hey, das rot hört ist. Mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Weil dann hat er eigentlich in der Regel irgendwas mit der Lunge. Ne? Also ich glaube, wenn man. Oder? War das mit der Lunge? Oder mit dem Magen? Auf jeden Fall ist es nicht gut, wenn man Blut kotzt. Meine Güte. War das jetzt eine Geburt? Mit Objekten ablenken. Ablenkungs. Wir können eine Reihe von Feinden anlocken. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Das muss was Vielleicht heißen. Ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Mhm. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Bestätigt. Wo kam das denn her? Tja, vor in der Nacht.
Also. Oh, was sind das denn für Tiere, die hier leben? Soll ich immer noch was? Boah. Oh, der arme Mann. Hatte. Da wurde ja richtig hingerichtet. Der wurde richtig hingerichtet. Tut mir leid. Da kommen noch mehr von ihnen. Ihr werdet mir alle erwürgen. Sie kriechen. Bis wir jemanden hier haben, der ausschaltet, will ich die Kisten. Feuer haben. Sofort! Munition drin. Müssen wir auf keinen Fall verlieren. Sind wir sicher? Habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis wieder läuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Ein Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Ach, jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Welchen Fehler denn? Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Gucken. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Gucken. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Weg mit dir. Boah, schönes Genick gebrochen. Choken die einfach alle zu Tode. Ihnen gefällt das. 9 mm. Hat jemand die. Machen halt keine halben Sachen, ne? Das ist hier oben drüber, ne? Das macht mich wahnsinnig. Dieses Geräusch. Haben wir niemanden mehr? Sind alle tot. Und hier kamen wir ja, ne? Haben wir hier oben irgendwas? So, nur so ein Pfeil, oder? Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Und hier noch irgendwas? So. Wollen wir uns das nicht mal angucken, Lara? Ich weiß nicht.
altes sowjetisches Schild. Haben wir erst bemerkt, als sie drin waren. Sie kannten sich hier aus. Lenin wird ewig leben. Das sollte ein Routineeinsatz sein. Der Weg ist nie leicht, aber Trinity erwartet. Was haben wir denn hier? Ja. Jetzt, meine Güte. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Anscheinend war Trinity nicht alles an den Leuten ein Fehler. Verschwörungstheorien. Okay. Zeigen Sie sich! Oh fuck. Das war dumm. Wie geht denn? Oh Gott, das macht mich schon wieder fertig. Ziel wieder erfasst! Du dich! Natürlich ist es ein bisschen doof gelaufen. Neue Ausrüstung erhalten, Teil halbautomatische Pistole. 2 von 4. Natürlich. Natürlich. Kann es auch anders sein? Kann man sich wirklich mit seinen Beinen so abstützen? Ich dachte wegen Licht. Warte mal. Ich lerne schnell. Was? Und ja, mach hatte. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Ein Qual vor der Tür. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles. Wo ist der Rest deiner Leute? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Zwecklos. Verdammt nochmal, antworte uns! Was ist euer nächstes Ziel? Ah, shit. Hört ihr uns überhaupt zu? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich muss der Zentrale Bericht erstatten. Macht weiter.
vielleicht überzeugen. Der Arme. Je länger du durchhältst, desto mehr werden deine Leute später leiden. Wir können gnädig sein, wenn du es verdienst. Glaubst du, wir machen Gefangene nach Niemand weiß, dass es nicht. Es kümmert keine Sau, wenn ihr alle verschwindet. Niemand wird eure Kinder schreien hören. Niemand wird etwas erfahren. Im Moment bist du der Einzige, der das verhindern kann. Warum tust du es nicht? Hältst du das für Stärke? Zu schweigen? Sie werden alle sterben. Du hättest doch gleich selber abdrücken können. Das ist Zeitverschwendung. Ja, kann sein. Das sind mit Sicherheit nicht die Bauern, die die Aufklärung gemeint hat. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Die eiserne Straße, die Mutter mir. Warte mal. Komm ich denn jetzt da durch? Gut. Doch so einfach. Agios Soteos. Agios Prophetes. Agios Satanatos. Elisonimas. Sie sind Dietrich. Okay. Sie haben ihn gefangen. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, der ist jetzt tot. Schade. Das ist wirklich sehr schade. Okay. Oh, an Dietrich. Muss ich das vielleicht herstellen? Kann ich überhaupt irgendwas herstellen? Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wie... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel
ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Wie grausam. Bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Mann getroffen! Ich werde beschossen! Ich werde beschossen! Oh. Oh. Man muss nachladen. Wie dumm. Na gut. Also ich glaube, für lautlos kriegen wir auf jeden Fall mehr. Mehr Kills, aber nun gut. Ich hatte ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich so gut im Kopfschießen bin. Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Meine Augen! Das tut mir so leid. Mir wirklich so leid. Haben wir noch was? Oh Gott, da tut mir so leid, ne? Da ist zwar ein Anhänger von Trinity, aber das, oh, das ist schon echt heftig, ne? Seine Augen zu verlieren. Trennbare Barriere, stimmt. Ja. Oh, fuck. Haben wir hier? Noch mehr Sowjetpropaganda. Hm. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. So. Yay, Bahnbetriebshof. Neues Basislager, cool. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Hm. Er ist brutal, gefährlich. Ja. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen.
Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Das stimmt. Das könnte tatsächlich nützlich sein. Haben wir hier Gift, Revolver. Wundschaden. Ich habe einen Revolver jetzt, ne? Für den Lauf, ein Bündner sieht die Schussabweichung und erhöht den Schaden. Ja, ich mache eh Headshots, von daher. Müllungsbremse leidet die beim... Okay. Weiß ich jetzt nicht. Alter, Hornbogen, dessen Wurf an den Leoparden. Was haben wir hier? Haltezeit. Ah, nehmen wir die Haltezeit. Den Schaden und ein Feuer setzen sie beim Aufweichen und Rüstung durch. Jäger, was haben wir hier? Erhöhen Sie die Munitionsmenge, die Sie dann vielleicht Leichen finden. Ja, komm. Was haben wir hier? Aha, nehmen wir die Brandbomben. Stellen Sie aus gefundenen und gefallenen Falten erbeutete Funkgeräte an der Annäherungsminen her. Eine geworfene Funkannäherungsmine lockt Feinde näher an und explodiert, sobald diese sich nähern. Das ist ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Klingt sehr sympathisch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir ja uns im Weg durch die Sowjetanlage weiter bahnen. Und ich hoffe einfach, dass ich alles oder zum größten Teil alles finden werde. Und ich habe den Dietrich nicht vergessen. Ich hoffe, wir werden jetzt auch irgendwie irgendwann nochmal einen Dietrich finden, damit wir halt die Tür noch aufbrechen können. Und dann, na, guck mal, hoppelt ein Hase im Hintergrund. Wie schön, das ist schon alles kleines bisschen idyllisch, ne? Wenn man mal von den ganzen Trinity-Soldaten absieht und vielleicht von den Leichen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir so in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.